Moin Freunde und herzlich willkommen zu der ersten Folge von NHL 18. Es ist soweit. Es ist Dienstagabend, 25.07., 20:35 Uhr und die Beta zu NHL 18 ist runtergeladen. Wir haben Abend gegessen und jetzt habe ich endlich Zeit, die Beta zu spielen. Es ist möglich, NHL 3 zu spielen, der neue Spielmodi, dann haben wir EA Sports Hockey League, da können wir spielen. Wir haben Online Versus, das ganz normale Online-Match. Und wir können natürlich verschiedene Sachen noch in den Einstellungen vornehmen. Und ich habe damals schon ein bisschen rumgeguckt und man kann tatsächlich, und das Geile ist, man kann tatsächlich alle Mannschaften spielen, außer, und jetzt haltet euch fest, die Vegas Golden Knights. Also das hat Electronic Arts schon richtig geil gemacht, dass man sagt, hier, stopp, Freunde, man kann alle Mannschaften spielen, außer die, auf die wahrscheinlich alle heiß drauf sind, auf die Vegas Golden Knights, die kann man nicht spielen. Und ich möchte in dieser ersten Folge, ich werde jeden Tag eine Folge zeigen jetzt erstmal, und ich möchte auf jeden Fall in dieser Folge jetzt zeigen, der neue Spielmodi NHL Threes. Spiele die rasante und knallharte Action von NHL Threes. Da haben wir noch eine kleine Infotafel. Eben die knallharte und rasante Action. Spiele Offline-Duelle, Online-Duelle oder meistere eine Kampagne von Spielen. Schalte Legenden, Arenen und mehr frei. Und da habe ich richtig Bock drauf. NHL Threes. Ich glaube, das wird ganz geil, wenn die CPU da mitmacht. Und da bin ich wirklich am allermeisten gespannt drauf, wie wird sich die CPU verhalten? Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, entweder ein freundschaftliches NHL 3 zu spielen, also an der Konsole, oder eben online mit den Gegnern messen. Und wir haben jetzt eine Woche Zeit, diese Beta zu testen. Und ich werde natürlich jeden Tag zu dieser Beta ein Video bringen. Wir spielen erstmal Threes Now. Und jetzt können wir nämlich gucken, da gibt es alle möglichen Mannschaften. Das Geile ist, es gibt auch die Mannschaft oder die Mannschaften der All-Stars. Genau, da haben wir sie nämlich. Die Atlantic All-Stars. Es gibt die Central All-Stars. Wir haben die Metropolitan All-Stars. Und wir haben die Pacific All-Stars. Und dann natürlich noch die Winnipeg Jets. Und da haben wir sie. Vegas Golden Knights. Da sind sie eigentlich schon mit dabei. Aber sie sind gesperrt. Wir können sie leider nicht spielen, die Vegas Golden Knights. Und das ist wirklich schade. Ich hätte so Bock. Aber klar, die sind ja nicht blöd, ne? Deshalb nehme ich jetzt erstmal hier. Kann ich jetzt nur NHL spielen? Ja, sieht so aus. Ich kann nur die NHL spielen. Die Edmonton Oilers haben wir natürlich auch mit dabei. Die Florida Panthers. Und das sieht so geil hinten dran aus. Mit dem ganzen Aufleuchten. Also das sieht richtig nice aus. Und ich freue mich da jetzt auf die Präsentation. Wir wollen einfach mal spielen, zufällig gegen die Edmonton Oilers. Also können wir auch mal machen. Das wird unsere erste Partie sein, Freunde. Die Los Angeles Kings gegen die Edmonton Oilers bei NHL Threes. Und dann können wir einfach mal gucken. Wir werden auch mit dem Torhüter natürlich spielen. Ich will das sehen. Ich will das auch spüren. Und ich will einfach mal gucken, wie das Ganze abläuft. Da können wir jetzt noch die Trikots auswählen. Ich werde natürlich das Heimtrikot auswählen für die Kings. Und auch für die Oilers können wir natürlich noch das Trikot auswählen. Da lassen wir es aber mal auf dem Gasttrikot. Und ich bin echt gespannt, wie sich das anfühlen wird. Let's go, Los Angeles gegen die Edmonton Oilers. In der 3-on-3 Arena oder aber im Madison Square Garden. Damals die Möglichkeit, und ich spiele Madison Square Garden von den New York Rangers. Geil ist wirklich, dass man jede Mannschaft spielen kann der National Hockey League. Also nicht nur die zwei Mannschaften, wie man es eigentlich sonst kennt, von der Demo oder so, sondern nein, man kann wirklich alle Mannschaften spielen. Das ist mega geil. NHL 3s, Madison Square Garden, First Game, NHL 18. Hier bei Bloody LP, es geht los. Und wir lassen natürlich hier die Vorschau. Mark Letestu, Oskar Klefbom und Leon Draisaitl gegen Arce Kupita, Jake Muzzin und Jerome Iginla. Die Kader werden natürlich noch abgedatet, so viel ist klar. Und jetzt bin ich erstmal gespannt. Wahrscheinlich ist es erstmal wieder so ein mega krasses Ding. So, gutes Timing zwar. Wer zuerst 7 hat, gewinnt. Letestu. Boah, schöner Check. Jonathan Quick, Jake Muzzin. Es spielt sich auf jeden Fall anders. Jerome Iginla. Yes, das Scott spielt sich das schnell. Fuck off, ey. Das ist auch ein kleineres Eis, glaube ich. Leko Mio spielt sich das krank. Es spielt sich mega schnell vor allem. Also es ist anders. Leon Draisaitl, Spieler wechseln. Sehr gut. Jerome Iginla. Ja, das Eis ist wesentlich kleiner. Es ist halt nur so eine Arena, die abgezielt ist auf Schnelligkeit, die abgezielt ist auf schöne, schnelle Spielzüge. Aber es spielt sich schon verdammt schnell. Jerome Iginla.
So, wir werden natürlich dann auch immer wieder probieren, was es Neues gibt. Oben die Anzeige ist auch geil bei den NHL 3s. Finde ich richtig geil. Und schade. Ansonsten, Steuerung ist klar. Hat sich nicht viel verändert. Der Puck, der macht so den Eindruck, als wäre er ein bisschen kleiner. Da ist Mazin. Ja, eigentlich sollte er da nicht hin, aber so ist es. Es spielt sich aber wirklich genial und man hat es hier gesehen, es gibt nicht das Bulli in normaler Einstellung, sondern es gibt tatsächlich etwas weniger Bulli. Und ich glaube, der Spielmodi kann richtig geil werden. Ich glaube, das könnte ein richtig funniger Spielmodi werden, auch für die Streams oder irgendwas. Dass wir da richtig Gas geben können, das war... Boah, sehr schön rausgespielt, Iginla. Kopitar Iginla, jetzt die Chance, Mazin. Kriegt die Chance zwar noch zum Nachschuss, aber dann bleiben sie alle liegen. Scheibe ist noch frei. Es sieht gut aus, es macht richtig viel Spaß auf jeden Fall. Der neue Spielmodi könnte, glaube ich, ein Klassiker werden. Einfach, weil es so wie dieses NHL Card ist. Oh, schöner Check gegen Dreiseitel. Letestu, Dreiseitel. Achtung, Schussmöglichkeit, Edmonton. Clefbomb. Und ich muss hier auch wirklich kämpfen. Es ist nicht so, dass es hier so einfach ist. Aufgrund des kleinen Eises ist natürlich da eine gute, ja, eine gute Passstaffette und alles ist natürlich da notwendig. Und da ist Jonathan Quick, Jack Mazin, lange Scheibe auf Kopitar. Und der macht's! Topper ist short! 1:0 Los Angeles Kings! 1-0, 2-0! There's going to be scored twice! Okay, das heißt, jetzt zählt es zweifach. Ah, und je mehr da, glaube ich, das ist halt der, der hinten liegt, der hat da so ein paar positive Effekte. Also der kann dann das Ganze quasi so ein bisschen aufbessern. Abgepfiffen wird auch nicht. Ansonsten gehen die Deeks großenteils, gehen sie noch so wie immer. Oh, es spielt sich aber mega schnell. Oh, und Talbot. Er spielt sich auch mega geil. Also es ist wirklich cool. Klar, dass die... Die Präsentation, da hat sich nicht viel geändert, Letestu. An der Präsentation wird sich auch dieses Jahr nicht viel ändern. Ich hoffe, dass sich da mit dem CPU und so alles ein bisschen was ändert. So, 53 Sekunden noch. Oh, schöner Dieg. Achtung, Clefbom. Und wieder muss Quick ran. Spielt sich mega schnell. Also wenn man da wirklich anderes gewöhnt ist, dann ist es hier schon mega schnell. Aber die Spieler, die verhalten sich richtig geil. Ich finde, die sind noch ein bisschen besser auf dem Eis implementiert als noch bei NHL 17. Also auch hier kleine Verbesserung. Ach, schade. Achtung, Letestu, da ist Dreiseite mit der Chance. Oh, und ich glaube, hier gibt es keine Regeln. Kann das sein, dass es hier keine Regeln gibt? Das ist gut möglich, dass man sagt, okay, keine Regel. Sondern einfach nur Free Tower und hau rein. 2:0 für die Kings. Nach dem ersten Whatever-Durchgang oder was? Schüsse insgesamt, Tore 2. Und es sieht schon wieder richtig geil aus. Also auch neue Menüs und so. Ich freue mich da mega drüber. So, Fähigkeitssymbole, das sind Spielerfähigkeiten-Symbole. Jedes Symbol steht für eine Fähigkeit, die der Spieler gut beherrscht. Spieler können 0 bis 4 Fähigkeitssymbole haben. Beschreibung der Symbole findest du in der Fähigkeitenlegende. Ah, okay. Fähigkeitenlegende. Die Fähigkeitenlegende enthält Informationen über die einzelnen Symbole. Jedes Symbol hat eine bestimmte Farbe. Bronze-Symbole stehen für geringe, Gold-Symbole für große Fähigkeiten in der jeweiligen Kategorie. Kräftiger Schuss, präziser Schuss, schneller Laufen, gute Hände, guter Pass, Mega-Checker, Schläger-Checker, Breakaway-Stopper, guter Finger und guter Blocker. Ah, dann gibt es noch die mittlere Qualität, das wäre dann Silber. Betrachtung der Legende, drücke in diesem Bildschirm RS, um die Fähigkeit Legende einzublenden. Ah, jetzt sehen wir also Jonathan Quick. Ah, jetzt habe ich es, okay, cool. Wechselspieler Jeff Carter. Und jetzt könnte ich theoretisch Drew Doughty rausnehmen. Also ich werde mal gucken. Rechtsaußen Center Verteidiger. Ich werde jetzt beim Mazin werde ich mal gegen Drew Doughty ersetzen. Ah, okay. Und dann war Jeff Carter ein Center Spieler gegen Kopitar. Aber Iginla würde ich mal gerne
gegen Carter ersetzen. Einfach mal so. Jeff Carter jetzt drin. Ah, da können wir auf jeden Fall auswechseln. Cool. Das sieht schon mal ganz geil aus. Und Drew Doughty ist mit dabei. Und dann wird er natürlich hier entsprechend empfangen. Das ist ja mal geil. 4 Minuten. Ah, und ich glaube, das geht so lang, bis man 7 hat. Kann das sein? So, Drew Doughty, der gute Verteidiger, jetzt mit dabei. Vorne Jeff Carter, der Scorer. Mit der Möglichkeit gleich zu Beginn. Nachschuss Kopitar. Schade. Gute Möglichkeit hier. Ah, ein Icing und so. Abseits gibt es ja gar nicht. Da bin ich ein bisschen noch von NHL 17 drin. Oh, die machen das gut. Schöne Scheibe auf Carter. Oh, nice Hit. Wirklich nice Hit. Scheibe fliegt raus. Ah, da sind die zwei Ersatztorhüter und die, oder ein Ersatztorhüter und nur noch ein Ersatzspieler. Und schön gemacht. Shoot down die Torperis Shot. Damit müsste es 4:0 stehen. So ist es. Es hat nämlich nochmal 2 gezählt. Wie geil ist das denn? Und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt zählt der Puck, glaube ich, nur normal. Und wenn ich hinten liege, zählt er 3 oder irgendwas? Ah, ich glaube, jetzt komme ich da so langsam durch. Oh, nice one! Nächstes Tor, Jeff Carter! Sehr geil gespielt, 5:0. Ja, so ist es. Und tatsächlich ist es so, es geht bis 7. Also so lange wird gespielt, bis eine Mannschaft 7 hat. Latest 2. Und ich glaube, wenn die wieder näher dran kommen, dann können wir da auch wieder 2 Tore erreichen oder gar 3, wenn wir weiter hinten liegen. Das ist, glaube ich, der Vorteil für die anderen. Da ist Jeff Carter, der ist durch. Oleg und die Deeks sind aber schwerer. Also die Links-Rechts-Deeks, da war gerade... Der war gerade nicht so einfach. Aber man kann auch die Gegner mal abschütteln. Das ist geil. Wieder ein schöner Check gegen Dreiseitel. Sehr schön von Kopitar. Ah, wird da umgenatzt von Clefbaum. Du Doughty. Forsten, Tutau, die haut daneben. Oh, Dreiseitel ist durch. Da haben wir uns zu sehr auf den Check konzentriert. Und da ist der Treffer für Edmonton. Auch wenn Dreiseitel jetzt hier am Boden liegt. Es zählt nur ein Treffer. Jetzt habe ich es verstanden. Oben wird immer angezeigt, wie viel der Treffer zählt. Ja, aber das ist ja blöd, wenn dann da steht minus ein Treffer. Dann wollen die doch das nicht, oder? Also wenn ich jetzt die 3 Treffer mache... Dann haben wir auf jeden Fall gewonnen, glaube ich. Kann das sein? Sieht zumindest danach aus, weil das nächste Tor gibt 3 Treffer. Ah, das ist mit Handicap. Das ist ja mal mega nice. Boah, Kopitar ist schneller als Letestu. Schöner Check. NHL 3 plus 3 steht sogar an der Bande. Holy shit! Die hätten es fast reingemacht. Boah, der Dieg da. Oh, die Diegen da rum. Sehr schön gemacht. Also auch wieder die Gegner-CPU. Die hat es auf jeden Fall drauf. Geh doch rein. Yes, und da ist es. Victory für die Los Angeles Kings. Dank des Dreifachtors. Das ist ja mal ein geiler Spielmodi. Ich glaube, da könnten wir online richtig viel Spaß haben. Ich glaube, das könnte ein richtig geiler Online-Spielmodi werden. Und die freuen sich natürlich alle, die Fans und die Spieler der Los Angeles Kings. Da sehen wir die Wiederholung. Hier noch knapp das Tor. Also es wird, glaube ich, ein geiles Ding. Ich glaube, dieses NHL 3s wird eine richtig runde Sache. Also Tore, Schüsse insgesamt 20 zu 11, Checks 21 zu 11. Zeit in der Offensive. Es ist gar nichts. Schau mal. 54 Sekunden. Dann haben wir noch die Statistik. 8 zu 1 Tore aufgrund des Dreifachtors. Das ist mal geil. Also Kopitar, Doughty, Carter und Kopitar. Dreiseitel hat auch getroffen. Es sieht cool aus. Es sieht wirklich cool aus. Auch die Menüführung macht wieder richtig viel Spaß. Statistik LA Kings, Statistik Edmonton, alle Ereignisse. Es sieht wirklich Bombe aus, Freunde. Für die erste Folge soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn ja,
dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Morgen dann die weitere Folge von NHL 18 in der Beta. Ich würde mich über viel, viel Feedback freuen und ich bin mir sicher, dieser NHL 3s Modi, der wird richtig interessant. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Euer Bloody LP.